Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Es ist schon einige Zeit her, seitdem wir die Hauptstory durchgespielt haben und Ranrock besiegt haben. Jetzt in einem hoffentlich friedlichen Hogwarts weiterleben können. Und ich hatte euch ja versprochen, wir werden ab und zu mal reingucken und ein paar Nebenmissionen machen. Und das Ganze würde ich jetzt schon mal in Angriff nehmen. Wir haben ja ansonsten soweit alles geschafft. Ach stimmt, hier war ja nur das Nebenzimmer. Aber die Demigeismonde und so weiter, das müssen wir ja alles noch machen. Und hier gibt es sogar noch eine Hauptstory. Nach der normalen Story. Weasleys wachsamer Blick. Ich muss Professor Weasley in ihrem Büro im Unterrichtsraum für Verwandlungen besuchen. Sprich mit Professor Weasley. Okay, dann machen wir das doch erstmal. Gehen wir doch erstmal dahin. Müssen wir natürlich nach Hogwarts. Und dann hier in die Nähe. Wenn wir das Ganze doch mal machen. Ja, und ich hatte euch ja versprochen, wie gesagt, noch mal ein paar Nebenmissionen zu machen. Aber dann werden wir erstmal jetzt hier in die Hauptmission reinschauen. Vielleicht gibt es ja mittlerweile ein bisschen mehr Content. Auch wenn das hier, glaube ich, nicht so gewollt ist. Wo hatten wir denn noch? Den Schmetterling hatte ich nämlich schon mal irgendwo gesucht. Da gab es irgendwo noch einen Spiegel dazu. Wo auch immer. Okay. Vielleicht finden wir ihn jetzt hier auf dem Weg. Warum ist jetzt hier alles vergiftet? Ist das Spiel kaputt? Ach stimmt, die ist ja da unten. Wir sind ja komplett falsch gespawnt. So. Okay. Da müssen wir nämlich hin. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen, seit... Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass Sie sich sogar bei der Jagd der Kopflosen eingemischt haben. Woher? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Onei eine so gute Freundin haben. Ich glaube, Ihre Mutter sieht das auch so. Auch wenn ich es nicht gut heiße, dass Sie die Dinge selbst in die Hand nehmen, wenn es um Männer wie Rookwood und Harlow geht. Mutig sind Sie jedenfalls. Vielen Dank, Professor. Ich... Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor. Für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Alrighty. Ja, Ladies first. Ups, wollte nicht im Weg rumstehen. So, Frau Weasley, ein bisschen schneller. Ich habe auch Termine. So, na gut. Aber man sieht schon, das ist hier noch gelockt. Erreiche Stufe 34.
Und dann kann ich erst die Jahresabschlussfeier in der großen Halle machen. Aha. Okay, wir haben hier noch eine Nebenmission. Der Mann hinter den Monden. Alter, genau, das war ja das mit den Alomora. Dann haben wir hier aber noch drei andere Sachen. Zum Beispiel im Schatten des Relikts. Ich habe eine Eule von Ominous erhalten. Er macht sich ernsthafte Sorgen um Sebastian. Ich sollte mich mit ihm und Anne bei der Katakombe treffen. Dann haben wir auch noch ein Gespräch mit Nutty. Und im Verbotenen Wald wollten wir uns auch noch mit Poppy treffen, denn es ging ja noch um die Schnatzer, und die wollten wir ja sehen, und ja, da wollten wir ja nochmal zu den Zentauren. Wir hatten uns ja eigentlich immer gesagt, wir gehen als erstes mal zu Nutty. Nutty hat mir eine Eule geschickt, weil sie mich beim Cup des Herrenhauses treffen will. Das ist ziemlich weit weg von Hogwarts. Sie muss einen guten Hinweis zu Harlow haben. Ich sollte mich auf das Treffen vorbereiten. Alright. Auf das Treffen vorbereitet sind wir definitiv und alle Male. Und deswegen würde ich sagen, werden wir uns mal dahin begeben. Da haben wir auch schon zwei Punkte nebeneinander direkt. Und hier haben wir sogar noch eine Rettung von Rokoko. Kriegen wir Gold und ein paar und ein Erscheinungsbild. Aber wir machen erstmal die Nebenmission und so, die wir jetzt hier haben. Und helfen erstmal Poppy, Sebastian und Nutty. Wie wär's mit einem Rundflug? So, wir können ja mittlerweile reiten. Sieht interessant aus. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. So, absteigen können wir mit B. Hopp. Und dann müssen wir auf Nutty noch warten. Bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Sie meint, ein Freund beim Cup am Herrenhaus könnte Beweise haben. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Und das mit Nachdruck. Ganz genau. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rape. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlow, und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Super. Harlows Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan verraten. Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickle uns gegeben hat. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Stimmt, dass Harlow noch lebt, das habe ich schon... Das stimmt. Das habe ich ein bisschen vergessen, muss ich ehrlicherweise sagen. Harlow tut sich bestimmt hier irgendwo herum. Ich spüre, er ist in der Nähe. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir sollten uns umsehen. Okay, also wir starten gleich mal mit einem Kampf. Ich hoffe, ich kann das Kampfsystem noch. Aber das sollte machbar sein. Hier liegen ja auch so viele Sachen rum. Akio! Confringo, Defindo! Expelliarmus! Ah! Ich
von Pringo. Gefindung. Alright. Gebt ihr auf? Ich würde das ungern in die Länge ziehen. Die kleine Nazaionai, nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Ihr versucht es nicht mal. Ach, weißt du, Moment. Machen wir gleich nochmal. Lazio! Confringo! Epindus! Peliamo! Bombarda! Confringo! Epindus! Peliamo! Bombarda! Confringo! Sein. Nice, Hammer. Easy. Wow. Okay, sie lebt noch. Bist du sicher schon bereit für Besuch? Ja, Mutter. Ich fühle mich gut und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Nazai. Nein, Mutter. Es tut so gut, dich zu sehen. Freut mich zu sehen, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Aber nur dank dir. Wie geht es dir? Also, mir ging's schon mal besser. Aber Schwester Blaney meint, es geht bergauf. Tut mir leid, Natti. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein! Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Du
Du hast schnell entschieden, mich zu beschützen. Ich tat, was ich tun musste, und ich würde es wieder tun. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh, herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater, er traf eine Entscheidung, ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Absolut, nachdem, absolut. Was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Eine Schlacht hier in Hogwarts. Alles, um Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zur Strecke zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke, aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Ich dachte ja, bei den beiden läuft noch mehr als nur das. Okay. Mensch, hier waren wir auch noch nicht drin. Dann gehen wir doch da mal gleich mit rein. In was für einer Welt leben wir, in der Kinder unsere Probleme lösen? Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflügel, anwesende Heilerin, Schwester Noreen Bailey. Patientenname Tasmina McLaggen. Zumindest nehmen wir das an. Alter 13, Notizen. Die Patientin ist ohne Kopf hereingestolpert gekommen. Nachdem wir alle Anwesenden in den Schlafsälen durchgezählt hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Schülerin mit größter Wahrscheinlichkeit um Tasmina McLaggen handelt. Trotz der offensichtlichen Kommunikationsprobleme war ich in der Lage festzustellen, dass das arme Mädchen an Verschwinditis leidet. Ich habe empfohlen, dass sie schnellstmöglich ins San Mungo Hospital geschickt wird, teilweise wegen der zeitkritischen Natur des Befundes, teilweise weil der fast kopflose Lick um mich herumschwebte und nicht aufhören wollte, neidisch darüber zu stöhnen, wie überaus glücklich sie sich doch schätzen könne. Die Irritation, die er bei mir verursacht hat, war enorm. Und wenn sich das Verhalten bei anderen kopflosen Schülern in Zukunft wiederholen sollte, habe ich keine andere Wahl, als den Schulleiter zu bitten, einzuschreiten. Nachtrag. Ich habe erfahren, dass die Patientin sich erholt und bald zurück ins Schloss kehren wird. Ohne erkennbaren Grund scheint Nick mir nun aus dem Weg zu gehen. Man könnte meinen, dass er möglicherweise vorhat, eine ganze Weile wie ein Kleinkind zu schmollen. Ah ja. So, dann haben wir das hier noch gefunden. Und weiter ist hier drin aber nichts. Alright, na dann gucken wir mal, was wir so als nächstes machen könnten. Zwar müssen wir 34 werden. Ich schau mal kurz. Oh Gott, wir sind erst 31. Da müssen wir ja noch ewig hier rum irgendwelche Aufträge machen. Oh, okay. Hier erlernen wir sogar Avada Kedavra mit Ominous. Natürlich. Wir gehen erstmal zu Poppy und dann erlernen wir den Todesfluch. Den Todeszauber. Gehen wir erstmal dahin. Ja, wir haben Harlow jetzt nicht umgebracht. Er war ja nicht tot. Er wurde ja nur nach Azkaban gebracht jetzt. Aber wir haben ihn besiegt. Und jetzt sind erstmal alle Bösewichte, alle Antagonisten wurden erstmal getötet von uns. Ja. Das heißt, jetzt können wir erstmal in Ruhe weiterleben in Hogwarts. Aber wir müssen natürlich noch Anne helfen und wir müssen auch nochmal Poppy helfen. Wir müssen schauen, ob die Schnatzer hier sind. Und wir sehen da schon, da ist der Zentaure und Poppy. Beide unterhalten sich. Poppy scheint nicht glücklich zu sein.
Tja, aber was da vor sich geht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Macht euch dann heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.